Hallo Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheers to the Weekend. Das ist ja mein Wochenrückblick mit meinen Highlights der vergangenen Woche, das heißt immer der vergangenen Kalenderwoche. Und heute bereits in Ausgabe Nummer 32 vom 19.05.2017. Das heißt, es ist Freitag und ihr könnt ganz entspannt mit dieser neuen Ausgabe dieses Formates in das Wochenende starten. Und heute habe ich vier Themen für euch. Unter anderem hat HTC in der vergangenen Woche ein neues Smartphone vorgestellt, und zwar das neue Flagship-Smartphone für das Jahr 2017 mit dem HTC U11. OnePlus, also dieser Hersteller aus China, der recht günstige Hardware bis jetzt immer angeboten hat, beziehungsweise sehr gute Hardware zu einem relativ günstigen Preis, die arbeiten für das nächste Smartphone, nämlich für das OnePlus 5, mit DxO zusammen. Das ist ein Spezialist für Bildbearbeitungssoftware beziehungsweise Kamerasoftware. Dann habe ich Neuigkeiten von Xiaomi, denn die haben erst am heutigen Tage den Nachfolger des Xiaomi Mi Notebook Air im 12,5 Zoll Format vorgestellt. Und zu guter Letzt hat auch noch Google in diesem Jahr die neue Entwicklerkonferenz oder die Entwicklerkonferenz Google I.O. 2017 abgehalten, wo relativ viel Software vorgestellt wurde. Und genau aus diesem Softwarebereich möchte ich euch Google Lens vorstellen. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit dem neuen Flaggschiff-Smartphone von HTC, nämlich dem HTC U11. Nachdem viele von uns dachten, dass HTC bereits im Frühjahr mit dem HTC U Ultra sein neues Flaggschiff-Smartphone bzw. Phablet vorgestellt hat, sollten wir und auch insbesondere ich in der vergangenen Woche eines Besseren belehrt werden, denn das HTC U11 ist definitiv das beste Smartphone, was HTC in diesem Jahr vorgestellt hat. Auf der Vorderseite dieses 5,5 Zoll großen Gerätes finden wir ein Quad-HD-Display, das heißt mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Bildpunkten. Wir haben eine 16-Megapixel-Frontkamera und unterhalb des Displays einen Fingerabdrucksensor, der nach ersten Hands-on-Videos zu urteilen relativ gut funktioniert, meiner Meinung nach aber auch etwas kleindimensioniert ist. Angetrieben, also angefeuert, wird das Ganze von einem Snapdragon 835, dann haben wir 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher, und diese CPU, also der Snapdragon 835, ist wirklich das Neueste, was Qualcomm im Stall hat und wird bereits auch schon im Galaxy S8, zumindest in der amerikanischen Version, beziehungsweise auch im Xiaomi Mi 6, also einem China-Gerät, angeboten und hat wirklich eine sehr, sehr gute Performance. Unter anderem hat das Gerät noch Bluetooth 5.0, wir haben einen USB-Typ-C-Anschluss und darüber müsst ihr auch unter anderem Musik hören. Also ihr habt nicht nur die Möglichkeit, darüber das Gerät zu laden via Quick Charge 3.0 bzw. Daten mit dem PC auszutauschen. Auch dieser Anschluss dient dazu, eure Kopfhörer anzuschließen, denn eine Kopfhörerbuchse besitzt das HTC U11 nicht mehr. Der Akku hat eine Dimension von 3000 mAh, das sollte eigentlich reichen, um locker durch den Tag zu kommen, müssen wir aber natürlich die ersten Testberichte abwarten. Und auf der Rückseite kommt eine 12-Megapixel-Kamera mit f1.7-Blende zum Einsatz, die bereits laut DxO, also das ist ja dieser Bildbearbeitungs- bzw. Kameraspezialist, auf den ich nachher noch zu sprechen kommen werde, die beste Kamera des Jahres 2017 besitzt. Wenn ich das OnePlus 5 nochmal eine Schippe drauflege, kann man jetzt schon sagen, dass das HTC U11 definitiv zu den Top 2, vielleicht auch Top 3 Geräten, zumindest im Kamerabereich, gehört. Kostenpunkt 750 Euro für das gute Stück. Ich denke, aufgrund der Hardware und der verbauten Komponenten geht das vollkommen in Ordnung. Was mich wirklich gestört hat, ist eigentlich die Rückseite. Die sieht zwar verdammt cool aus, auch in verschiedenen Farben, in so einem Eiston. Ich glaube, in Rot wird es das Ganze geben, beziehungsweise auch in Blau. Und das schimmert auch nach verschiedenem Lichteinfall. Allerdings ist das Ding fingerabdruckanfällig ohne Ende. Und mein Kollege Felix Bahr hatte das auch schon erwähnt. Kein Gerät, was er bisher in der Hand hatte, zieht so magisch die Fingerabdrücke an. Das heißt, wenn ihr einmal auf diese Rückseite toucht, habt ihr einfach so viele Fingerabdrücke, dass ihr das Gerät eigentlich durchgehend putzen müsst. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch eine Hülle verwenden. Das ist das HTC U11. Teilt mir einfach mit, was ihr von diesem Gerät haltet und ob es gegen ein LG G6, Samsung Galaxy S8 bzw. auch Huawei P10 ankommen kann. Und wenn ja, würdet ihr es euch kaufen. Weiter geht es mit einer ganz, ganz kurzen Vorstellung aus China, genauer gesagt von dem Hersteller Xiaomi, die ja auch unter anderem das Mi 6, also ein Flaggschiff-Smartphone, herstellen, was ich euch in den letzten Tagen schon mehrmals auf meinem Kanal in diversen Videos, unter anderem auch Testberichten, vorgestellt habe. Ich glaube, es war im vergangenen Jahr, also 2016, hat dieser Hersteller aber auch Notebooks präsentiert mit dem Mi Notebook Air im 12,5 bzw. 13,3 Zoll Format. Das kleine Gerät, also mit 12,5 Zoll Display, wurde jetzt aufgefrischt
besser gesagt am heutigen Tage auch vorgestellt, und zwar mit mehr Arbeitsspeicher, mehr internem Speicher und einer stärkeren CPU. Unter anderem haben wir jetzt 8 GB Arbeitsspeicher, wir haben eine 256 GB SSD an Bord und einen neuen Intel Core i5 Prozessor der Y-Serie. Jetzt hört sich das alles sehr, sehr spannend an und auch sehr, sehr gut an, zumindest für einen Preis von um die 600 bis 650 Euro. Allerdings solltet ihr bedenken, dass man unter anderem eine Tastatur im QWERTY-Format bekommt, also amerikanisches Layout. Und auf der anderen Seite ist dieser Intel Core i5 nicht wirklich ein Intel Core i5, sondern vielmehr der Nachfolger eines Intel Core M5. Das heißt, der Intel Core i5 aus dem 12,5 Zoll Device ist nicht ganz so stark wie der Intel Core i5 aus dem 13,3 Zoll Device. Das heißt, wenn ihr wirklich Power haben wollt, müsst ihr immer noch zu der großen Alternative greifen, wo man unter anderem, ich glaube, ein i5 auf jeden Fall, ich glaube aber auch ein i7 kaufen kann. Wie gesagt, das Gerät wird was sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch über diverse Shops, unter anderem Trading Shenzhen, zu erwerben sein. Wie die Preise da liegen, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich gehe mal so von um die 700 Euro aus. Ist für ein Gerät, was aber ein Vollmetallgehäuse hat und einem, ja, man kann sagen, einem MacBook sehr, sehr ähnlich sieht, ein absolut angemessener Preis, zumal auch die Performance bei diesem Gerät stimmt. Unter anderem habe ich auch auf meinem Kanal, dank Tim von Nerdbench, ein Video zu diesem Xiaomi Mi Notebook Air der ersten Generation. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das natürlich mal anschauen. Ich habe das wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Ich glaube, jeder meiner Zuschauer hier auf dem Kanal wird OnePlus kennen, das chinesische Startup von vor einigen Jahren, die wirklich exzellente Hardware zu einem sehr, sehr günstigen Preis angeboten haben. Nun gibt es schon seit einigen Wochen immer wieder Leaks zu dem neuen Smartphone, dem OnePlus 5, wobei man sagen muss, dass sie sich unterscheiden, aber immer wieder auf die Kamera abzielen. Und nun hat OnePlus, also das Unternehmen selbst, kundgetan, dass sie mit DxO zusammenarbeiten, also dem Kameraspezialisten aus Amerika, der unter anderem auch die ganzen Smartphones-Kameras aus den Flaggschiff-Geräten bewertet. So hat auch das HTC U11, was ich ja eben schon mal ganz kurz angesprochen habe, momentan mit der besten Smartphone-Kamera abgeschnitten. Das Galaxy S8 rangiert irgendwo darunter. Aber was auch sehr, sehr gut ist, ist natürlich das Google Pixel XL, was bisher immer den Spitzenplatz, ja, seit ungefähr einem Dreivierteljahr bzw. einem halben Jahr innehatte. Nun hat sich eben, wie gesagt, OnePlus mit DxO zusammengetan, um für das OnePlus 5 eine richtig gute Kamera an den Start zu bringen, wobei wir nicht wissen, ob wir eine Dual-Kamera bekommen, also das heißt mit zwei Objektiven oder eine Einzelbildkamera oder Einzelobjektivkamera. Dahingehend ist alles noch im Dunkeln bzw. noch nicht gewiss, was wir da letztendlich in einigen Wochen präsentiert bekommen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Ergebnis sich sehen lassen kann und dass die Kamera des OnePlus 5 definitiv auch unter den Top 10, vielleicht sogar unter den Top 5 landet, was ja auch meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer wieder ein Problem war bei den OnePlus-Geräten. Die hatten eine perfekte Performance, die haben sich wirklich super gut angefühlt, aber die Kamera war zumindest bei schlechten Lichtverhältnissen immer das, ja, man kann sagen, die Achillessehne, da sie immer schlechtere Ergebnisse liefert als die Konkurrenz. Lasst uns also überrascht sein, wenn OnePlus ein neues Flaggschiff, das OnePlus 5, vorstellt, in Zusammenarbeit mit DxO, und dann werden wir sehen, was OnePlus da wirklich geschafft hat. Eine letzte und auch ganz kurze Meldung kommt aus dem Hause Google, denn die hatten in der vergangenen Woche die Google I.O. 2017, das heißt die Google-eigene Entwicklerkonferenz, wo Entwicklern, aber auch uns, also den Konsumenten, verschiedene Sachen vorgestellt werden oder wurden, was man in naher Zukunft von Google erwarten darf, unter anderem im Softwarebereich oder vor allem im Softwarebereich. Wurde in den letzten Jahren oder in den Anfangsjahren auch viel Hardware vorgestellt, hat sich das jetzt alles verlagert und wird sehr, sehr softwarelastig, und so hat Google auch eine neue App vorgestellt, nämlich Google Lens, was in direkter Konkurrenz steht oder die in direkter Konkurrenz zu Samsungs Bixby steht. Samsung Bixby, habe ich mich ja auch schon mal zu ausgelassen, ist im Grunde genommen oder soll im Grunde genommen ein smarter Assistent sein, der den Nutzer auf seinem Smartphone unterstützt, unter anderem Hilfestellungen gibt, Objekte erkennt über die Fotokamera, der aber auch natürlich in Deutschland noch nicht wirklich voll funktionsfähig ist. Und ob das auch so sein wird, wage ich bis Ende des Jahres zu bezweifeln. Google Lens, und ihr kennt vielleicht auch Google Goggles, wenn ich das so richtig ausspreche, ist allerdings eine Foto-App und es soll auch direkt in Google Fotos integriert werden, mit der man die Möglichkeit hat, Objekte zu erfassen. Das heißt, ihr nehmt ganz normal eure Smartphone-Kamera, haltet sie zum Beispiel hier über diesen Becher oder wegen mir hier über diese Logitech-Maus, und dann erkennt das Handy automatisch, was das für ein Objekt ist, natürlich eine Maus, zeigt euch auch an, dass sie von Logitech stammt, wird euch sehr wahrscheinlich sogar sagen, wo man die kaufen kann, beziehungsweise wie die bewertet wurde. Google Lens nennt sich das Ganze, wird wahrscheinlich erst in einigen Wochen verfügbar sein als App, aber auch natürlich
oder sehr wahrscheinlich auch als Webanwendung bzw. als Tablet-Anwendung. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze in Realität funktioniert. In den ersten Demo-Vorstellungen war das schon ganz nice, aber wir müssen erstmal schauen, wann das wirklich auf den Markt kommt bzw. wie die Treffergenauigkeit dann letztendlich ist. Wobei ich da wirklich sehr, sehr guter Zuversicht bin, denn Google hat bisher, was solche Sachen angeht, mit Spracherkennung, Gesichtserkennung, immer relativ gute Arbeit geleistet. Damit bin ich auch schon am Ende meiner Ausgabe 32 von Cheers to the Weekend, heute vom 19.05.2017. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr dabei wart. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Wenn es heißt Cheers to the Weekend, dann in Ausgabe Nummer 33. Bis dahin, macht's gut und ciao.